Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Ich spucke gleich zu Dishonored. Ja, ich habe diesmal ein ganz anderes Aufnahmeprogramm. Das nennt sich Mirrorless Action. Und ich bin mal gespannt, wie das sich anfühlt. Oder ob das überhaupt läuft. Ich habe es überhaupt noch nicht probiert. Gut, das soll jetzt aber mal nicht stören. Was wollte ich denn? Ach genau, ich wollte ja jeden töten. Die haben mich alle verraten, die Schweine. Die kleinen Hodensäcke. Nun sind sie alle dran. Ist hier etwas? Ja, kein Aufgang, wenn hier nichts geben würde. Noch ein Artefakt. Ist das endlich mal Gutes oder ist es immer noch so Schlechtes? Etwas weiterwerfen. Wow. Wollte ich schon immer haben. Tolles Weihnachtsgeschenk. Danke. Brauch keine Sau, ey. Ist ja unten. Hier lang. Ich hab keine Feinde hier. So. Ich vergesse es immer gedrückt zu halten. Wie gesagt, neues Aufnahmeprogramm mal und ich werde schon verarscht. Dankeschön. Mal schauen, wie sich das anfühlt, ob die Qualität besser ist, ob die Tonqualität auch besser ist, ob das Spiel besser läuft. Ich weiß es nicht. Das wollen wir jetzt einfach mal testen. An Wein, oder? Ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Du wünschst? Ja. Du bist der maskierte Kerl, der all die Lords und Ladies getötet hat. Richtig. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gibt nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst, und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjaw ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Slackjaw. Das ist doch der, dem wir geholfen haben. Erst Nebel. Dann Ratten. Ratten überall. Slackjaw jagte sie. Tiefer in die Kanalisation. So, und warum hilfst du mir auf einmal? Ach nee, obwohl, da ist eigentlich freundlich, der Schläger, oder? Wie ein Albtraum. Etwas kam und begann uns anzugreifen. Ja. Slackjaw ist noch immer da drin. Wenn er es nicht töten kann, weiß ich es auch nicht. Ja, ich auch nicht. So, wo ist denn jetzt Slackjaw? Ich hoffe, der hat uns nicht verraten, weil sonst, tja, dann... Tja, töten. Ich mache keinen Halt vor niemandem mehr hier. Die Schnauze voll. Ach, komm nicht, die schon wieder. Ich hasse diese Viecher. Weil ich nicht weiß, wie ich die eliminieren kann. Und wenn man wenig Munition hat, dann ist das sowieso ganz schlicht. Nein. Hast die Viecher? Ist ja noch ein Safe. Jelly, du alte Pfeife. Hier ist noch eine Aufgabe für Gift. Genau. Lippengreifen, die alte hat mir gesagt. Im Monat der Sört verliert man seinen Augenblick. Im Monat des Eises. Was? Dass man seinen Geschmack für Whisky im Monat des Windes verliert. Des Windes. Das ist Herbst, oder? Wann ist Herbst? September. Achso, der 9., oder? Ich weiß es nicht. Im Monat der Saat verliert man seinen Augenblick, sein Augenlicht. Die Saat, wann ist die Saat? Frühling. Ich weiß es nicht. Und im Monat des Eises
macht man seinen letzten Atemzug. Also Winter. Das war dann der 12. Also 9. Wann ist Frühling? Ich weiß es nicht. Ich merke mir doch sowas nicht. Ist, warte mal, Frühling ist am 3. 4. 3. 2. 3. 9. Also 9, 12. 9, 12. Aber so viele Zeiten sind es doch gar nicht, oder? Das ist ja das Problem. Ach, nein! Festgestellt, gibt es 13... 13 Monate? Wieso 13? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Dave's Monat. Nein, keine Ahnung. Hä? Die 13 Monate? Warum 13 Monate? Jeder von ihnen 28 Tage lang. In den letzten Stunden des Monats trifft der Obersee-Fester. Warum 13? Das Eis ist. Saat. Wind, Wind, Wind ist hier. Also Januar. Wir gehen davon mal aus. Januar, Februar, März, April. Nee, Januar, Februar, März, April, Mai. So, das ist der 5. Die 5. Die 5, 6, 7, 8. Also 5, 8, 2. Nee. Gibt es 13 Monate, jeder von ihnen 28 Tage lang. Verstehe es nicht. Was ist denn da drin eigentlich? Noch ein Artefakt. Nein, wirklich. Fuck! Ich war draußen nicht schlau. Nee, tut mir leid. Leck mich am Arsch. Ich hab da keine Ahnung, wie das funktioniert. Leck mich am Arsch. Scheiße, das ist noch ein Artefakt. Hab ich kein Interesse. Ach, diese blöden Viecher. Und was ist eigentlich dieses Vieh, was da gesprochen hat? Hab ich überhaupt zu viel Luft? Ah, natürlich. Luft tanken. So. Easy. Ach, das geht auch. Ach, dann. Dann ist er einfach. So, jetzt raus aus der Brühe hier. Stinkt der Egel ab. Oh, hier geht's hoch. Okay. Wo ist Lecture? Also ich finde, das läuft flüssiger. Das Programm. Das Aufnahmeprogramm. Oder was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Aber ich find's... Wie? Ich hab alles voll. Oh, Mann. Was ist hier denn? Okay. Kann ich hier durch? Unzerstörbare Tür. Na, das wollen wir ja mal sehen.
Lumpengräfin. Wenn das hässliche Fett und all die Sehnen abkochen und ein schönes Lied in deine Knochen schnitzen. Hallo! Ist da jemand jetzt? Aha. Da ist mein Liebster. Bist du bereit, mir mit Slackjaws Knochen zu helfen? Die Lumpengräfin hat ein paar Geschenke für dich. Ich habe sie verwahrt, falls du zurückkommst. Du, die sieht schon aus wie... Ja? Von daher, nee, ich helfe Slackjaw. Willst der Lumpengräfin nicht helfen? Nun, ich bin enttäuscht. Du gehst besser. Echt? Naja, wollte ich eh immer machen. Sieh dich um. Was ist Zerstör ihn im Ofen. In ihren Büchern steht, dies sei der einzige Weg, sie zu töten. Ich weiß, der Stein sieht nicht aus wie sie. Aber soll sie darstellen, als sie jung war? Daraus zieht sie ihre Kraft. Wirf ihn in den Ofen. Verbrenn ihn und sie ist tot. Ich bleibe. Du kannst mich nicht töten, aber ich kann dich töten. Knochen des großen Leviathans, beschützt mich! Was ist das denn für eine Irre? Naja. Du denkst, dass du ihn retten wirst? Ist es nicht wert. Nun wird die Lumpengräfin dich töten, wie all die anderen. Was werde ich auf deinen Schädel schreiben, dass du ein Narr warst? Ach, das werden wir jetzt. Spinnerin echt. Renne doch, Alte. So. Viel Spaß beim Lesen. So eine Irre. Tut mir leid, aber ich ging mir schon nicht. Was zum Teufel? Es ist zu spät für ihn. Und es ist zu spät für dich. Was wie? Habe ich ihn nicht gerettet? Zu schade. Die Lumpengräfin braucht keine Pause. Wo ist die Alte hin? Was kann ich der Alten hin nachher? Es war dumm. Zu wollen, du Narr. Und jetzt wirst du. Das. Sie ist bewusstlos. Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, dumm, dumm. Was? Wie? War das jetzt? Ist egal. Dum di dum di da. War was? Ja. So hat jeder seine Rache. Na, Badewanne. Boah, ne lecker. Ja, ich weiß, das war jetzt extrem brutal, aber... mir lecker. So, Slaggy, was ist los? Willst du was Lustiges hören? Als wir noch Kinder waren, hatten wir alle Angst vor der Lumpengräfin. Dachten, sie wäre eine böse Hexe. Dann wurden wir älter und merkten, dass sie nur eine traurige alte Dame ist. Aber wir hatten beim ersten Mal recht. Ist das nicht lustig? Ja, witzig. Bin dir was schuldig. Das erreicht nicht, ist aber alles, was ich habe. Viel Glück, Corvo. Danke dir. Genau, jetzt erst meine Fluppe. Würde ich jetzt genauso machen. Aber hey, wie gesagt, ich helfe lieber Slackjaw, als dass ich so einer alten, kranken Hexe helfe. Hexe, gestehe, sag jetzt hier die Wahrheit mir vom Hexen.
Hexenhammer angeklagt, beginnt somit die Hexenjagd. Ne, das hatte ich schon. Ja. So einfach läuft's. Scheiß doch auf die Gegenstände, die die hat. Sextant, Katerbolzen, Kugeln. Ich habe so viel Geld, für was eigentlich? Siehst du, kann ich auch so nehmen. Du entdeckst immer so interessante Orte, Corvo. Und jetzt im Auge des Sturms zwischen der Lumpengräfin und dem Mann, der sein ganzes Leben verbrachte, mit einer Klinge in der einen Hand, einer Flasche in der anderen. Den überschwemmten Ruinen entronnen und dann wieder zurück zum Pub, wo du Emily zum letzten Mal sahst. Wo ist sie jetzt? Wie fühlt es sich an? Betrogen von deinen Verbündeten. Merkwürdig, wie man immer wieder ein Stückchen Unschuld verlieren kann. Und Dowd, du hast gerade den größten Attentäter der Welt getötet. Aus Liebe zur Kaiserin oder zu Emily? Oder war es das Urverlangen, dich über andere Männer zu erheben? Weißt du selbst den Grund? Stell halt nicht solche Fragen. Was weiß ich denn, warum ich das gemacht habe? Aus pure Mordlust. Was frage ich denn da mich für eine Scheiße hier? Zeit verlangsamen. Ist mir scheißegal, ich mach das. Das komme ich ja nie voran. Wirklichkeit. Nachtsicht. Brauche ich nicht. Sprunghöhe erhöht. Ah, ich kann noch höher springen. Ja, warum nicht? Aha. Kann ich das jetzt? Echt? Also ist normal. Ach, schau mal an. Also, zack. Ach, wie geil. Hätte ich das mal eher gewusst. Naja. Gut. Ab ins Blitz. Ja, so eine CVD ist lustig. Alter. Fingerflix. Flix. Flix und Flachs. Ich mache hier keine Faxen. Oh, ups. Ach, wie schön hoch da dann kann. Das ist ja ein reinstes Paradies. Ein bisschen übertrieben jetzt, aber. Geh mal hoch hier. Ach, wie geil. Wo ist eigentlich der andere? Da ist weg. Hm, schade. Hier. Naja, ist mir auch egal. Oh, erschreck mich halt. Ich weiß nicht, aber für die Weine habe ich ein bisschen Schiss. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber ich hab's. Sie mir ein bisschen unheimlich, diese Geselle. Ja, das blöde. Jawoll, so läuft das. Die sterben einfach nicht. Kann das sein? So. Bleibt halt liegen, dankeschön. Ja, also gibt's mir auch jedes Mal. Ja, komm mal her, ja, komm mal her. Kotz mich nicht an hier. Wieso kann ich keine Tränke nehmen? Hab ich keine Tränke mehr? Ja, der Dave hat keine Tränke mehr. Bolzen. Ja, super.
Ich habe wieder mal rein gar nichts. Nee, da gehe ich nicht hin. Scheibenkleister. Ja, die... der Part, die Folge, bla. Wird ein bisschen länger. Denn ich will mal schauen, wie viel Speicherplatz. Ach, schau mal, Kick. Wie viel Speicherplatz das Programm frisst. Deswegen wird es so, ja, 26 Minuten circa. Also nicht wundern, sondern freuen. Ich habe jetzt Dishonored eh ein bisschen vernachlässigt, von daher passt das schon irgendwie. Ja, ich hätte auch so gehen können, aber egal. Nun gut. Alter, mit dem Doppelsprung, das ist schon geil irgendwie. Das erfahre ich jetzt. Naja. Auch nicht die blöden Viecher. Scheiße. Oh, das frisst doch verdammt viel. Das ist ja extrem viel Speicher. Speicher sag ich schon. Mana. Waffenwalde. Gut, dann muss ich hier hoch eben. Zack, zack. Ach, wie geil. Aber man weiß ja nie, für was man das mal braucht. So. Von daher. Ja. Kann man nehmen. Frisst viel, aber kann man nehmen. Zeit anhalten ist sowieso geil. Oh, Essen, Essen. Gut, alles voll. Wo geht das jetzt hier noch hin? Ups. So, bin ich nur bald wieder draußen. So. Ach, das war's schon. Cool. Chaos-Faktor hoch. So muss das sein. So und nicht anders. Nur so. So. Corvo ist da. Bitte, nein! Oh, Sie sind's, Corvo. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, Sie wären tot. Alle bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass Sie überlebt hatten. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Sucht vermutlich nach Ihnen. Havelock rief uns in den Garten. Aber es ging mir nicht gut. Ich sah vom Dachboden aus zu. Er hatte ein Entermesser. Erst stach er Wallace mitten ins Auge, tötete Lydia und dann erschoss er Callista von hinten. Emily sah alles. Havelock schrie etwas über die Dinge, die er getan hätte und die keiner wissen dürfe. Pendleton konnte niemandem ins Gesicht sehen. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Okay. Emily war dabei, als das Gemetzel begann. Armes Kind. Ich hoffe, sie hielt die Augen zu. Der Admiral sagte, Morton habe recht. Sie sprachen wohl darüber. Und dann haben sie sich Sorgen gemacht, für all ihre Taten gegen den Lordregenten hingerichtet zu werden. Deshalb haben sie sie wohl auch vergiftet. Hm. Naja, lange überleben werden die eh nicht. Von daher, keine Sorge. Die sind schon so gut wie tot. Ich fürchtete, Lydia würde mich noch verraten. Stattdessen verfluchte sie Havelock. Und stark. Und was ist, wenn ich Havelock jetzt sofort instant töte? Maske in den Fluss geworfen und weg. Das würde ein normaler Mensch tun. Aber nicht er.
Du musst den Verstand eines Kriminellen verstehen. Hört ihr, sie hätten das Caldwell-Mädchen von ihm ferngehalten, die ganze Zeit. Und sie hätten ihn in einen Käfig gesperrt und nur nachts rausgelassen. Den Verstand eines Kriminellen, hä? Was macht er dann jetzt? Er wartet, beobachtet uns. Der irre Maske kommt näher, noch näher und noch näher, bis... Hör auf damit. Was ist an Corvo überhaupt so interessant? Wen hat er besiegt? Ein paar Oberaufseher, ein paar Edelleute. Keine Chance gegen Männer wie uns. Was gesehen? Ups. Das war nicht gut. Wie komme ich eigentlich ganz nach oben? Komme ich nicht mal, oder? Lydia ist die Einzige, die mich freundlich behandelt hat. Nächstes Mal machen wir ihn fertig. Das freut mich, dass sie dich behandelt hat. Freundlich. Haben Sie das gemacht? Ja, habe ich gerade eben. Jetzt sei mal still und stör mich mal nicht bei meiner Arbeit. Autsch! Ach, ich stirb hier. Wenn du dich zeigst, der ist wie gesagt, hier stirbt einfach mal jeder. So, Tür zu, Affe tot. Aus der Schusslinie! Ja, so sterbe ich bald. Da stirbt. Noch jemand? Wow, lauf damit. Ups. Schaut mich an, ich kann Rückwärtsrolle. Oder was ist mein Kopf? Gut, ich beende aber hier mal ganz kurz die Aufnahme. Wir sind schon bei 27 Minuten. Und dann wird hier richtig aufgeräumt, meine Leute. Das lasse ich nicht zu. Also, bis dahin.